Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 21 und dem Auswärtsspiel Hansa Rostock. Wir spielen heute bereits weiter gegen den Vierten und können uns ein bisschen noch hinten absetzen, wenn es möglich ist. Aber schauen wir mal. Los geht's. So. Ah, schade. Drei noch mehr, jawohl. Ah, schade. So. Na, die. Okay. Naja, hin oder drei. Heute ist Auswärtsspiel bei Hansa Rostock. Wir sind, glaube ich, am 8. Spieltag. Und wir wollen natürlich hier heute triumphieren. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Spiel nicht entgehen lassen. Hier kommen unsere heutigen Mannschaften. So, ja, momentan so ein bisschen Mannschaft, klar, trifft fast sicher aus den Teams, sind auch einige Katar-Siege dabei gewesen, 4-0 Saarbrücken, 5-0 Saarbrücken, 4-0 Magdeburg zum Beispiel waren dabei, dann das 5-2 zum Auftakt gegen Toguchi, also das ist schon mal 14 Tore, damit seht ihr das schon mal so ein bisschen. Naja, ich würde mal sagen, wir gehen heute auf jeden Fall rein in dieses nächste Spiel und das ist der Gegner vom FC Hansa Rostock, wir spielen heute auswärts und ich freue mich, wenn wir hier heute vielleicht das eine oder andere Türchen schießen würden und ein paar Punkte mitnehmen würden. Aber gucken wir mal. Wir müssen eigentlich, weil wenn wir jetzt heute verlieren, dann sind wir wieder komplett mit weg und die Tabellenspitze kann wieder auf 4 Punkte wegziehen. Und so, das möchte ich gerne noch ein bisschen verhindern. Der Tabellenführer ist momentan Sandhausen. Und ja, da wollen wir natürlich dranbleiben. So, das ist die Aufstellung hier im Fahren Hansa Rostock. 3-4-3-System. Ein bisschen das Mittelfeld zuzumachen. Und unsere Aufstellung bleibt natürlich beim 4-2-3-1-System. Ich denke, da wird sich auch nichts ändern, dass wir die Mannschaft so stehen lassen. So, ich habe nichts verändert gegenüber dem letzten Spiel. Und hoffe, dass ich oder dass wir heute die Möglichkeit haben, hier was mitzunehmen. Hansa ist immer so ein bisschen der Angstgegner damals während der Bundesliga-Zeit gewesen. Die haben auch auf Schalke ein paar Mal gewonnen und wir haben auch in Rostock sehr oft verloren. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir heute ein bisschen aufpassen müssen, auch in Liga 3. So, und der Mamba. Und der geht rein. Passt. Also. 6. Spielminute. Ja, da hat er sich gedacht, okay, ich habe da eh ein bisschen Platz, dann kann ich ihn auch schön unter die Latte nageln. Für den Keeper war da relativ wenig zu halten aus der Situation. So, 6. Minute, 0-1. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Auftakt. Und so kann man doch starten. Aber, wie gesagt, Rostock wird definitiv auch gefährlich sein. Die werden oder noch das ein oder andere
Tor machen wollen. Die wollen natürlich dranbleiben. Klar, das ist immerhin das Hauptspiel. Das ist der zweite gegen den vierten. Wer verliert, ist ein bisschen raus aus dem Abstiegskampf. Weil da, wenn wir momentan 16 Punkte haben, der Tabellenführer 17, Rostock 16 und Haching 16. Hab's gesehen schon. Krüger. Ah, schade. Ja, schade. Kobylanski und Kolke hat das Ding ganz sicher fest sein. Ja, Krüger, genau, diesmal haben wir gesehen. Und Platte! Ja. 19. Minute, 0-2. Gut nachgesetzt. Und dann rein ins Glück. Und er schießt sein 12. Saisontor. Diesmal komplett alleine gelassen, kein Abseits und keine Chance für den Keeper. So, Tor für Schalke 04. Die Nummer 9. Felix Platte. Der Top-Torjäger. Weil jetzt hat er, glaube ich, gar keine Ausschiedsklausel. Also wenn er jetzt aber natürlich ein großer namhafter Club kommt. Ah, kein Abseits. Oh, eine Foulverlierung, fand ich eigentlich. Aber Rostock kriegst du gerade noch so gelöst. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich gerne hier so schnell wie möglich das Ding zu haben, um halt Sicherheit zu haben. Und die erste Chance für Rostock, aber Ronny sagt, oh, da brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen. Haben Sie einen Musikvorschlag oder andere Ideen? Wir haben immer ein offenes Ohr für unsere Fans. Infos gibt es natürlich immer auf der Internetseite. Und jetzt ist es das passiert. Und dann lassen sie den Stürmer einmal alleine stehen und plötzlich sind sie noch 1-2. 30. Minute, Herzog mit dem Anschlusstreffer. Ja, ja, der Weiser hier, der kommt überhaupt nicht rein. Und Kolasinac steht absolut falsch. Und Renault hat einmal gar keine Chance. So, 30. 1-2 nur noch. Plötzlich ist da wieder ein bisschen Spannung drin in einem Spiel. Was ich eigentlich persönlich so ein bisschen anders schalten wollte. Aber, ja, so hat man es ein bisschen spannender. Okay, los geht's. Weiter, Klesewitsch. Gemacht. Ja, Mamba. Platte, ja, der muss mal ein bisschen über die Außenbahn kommen. Und plötzlich läuft. Ja, ja, das war wichtig und Breyer ist plötzlich durch. Und der war gut, wichtig. Ah. Ich kriege aber gerade momentan keine Möglichkeit, nochmal einen Angriff aufzusetzen. Plötzlich sind die Rostocker wieder so ein bisschen im Rennen drin. Wieder kommt er nicht hin. Und wieder Ball verlost. Herzog, der Torschütze und quasi mit Ecke. Da fast nochmal ein Nackenschlag vor der Pause.
Na gut. Auf geht's. Halbzeit Nummer 2 läuft. Man führt, wir führen mit 2-1 so gerade noch. Bei Rostock hatte noch mal so 1-2 Situationen, wo sie durchaus noch ein Tor machen können. Und das wollen wir jetzt hoffentlich auf keinen Fall. Und dann passiert sowas, dass du dann in der Vorwärtsbewegung den Ball verlierst. Plötzlich und sowas von den Konter rennst. Und Weiser kommt nicht hier wirklich rein. Und der Ball ist wieder weg. Also die Rostocker sind momentan so giftig drauf. Und plötzlich keiner vom Stürmer. Wenn er noch ein paar Meter geht vielleicht, dann hat er die etwas bessere Situation. Und jetzt geht der Torschütze raus. Abseits. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich das 3-1 machen. Und jetzt Platte. Der ist ein bisschen weit nach außen gedrängt worden. Ja, und das war das Problem, weil er dann nicht die Zeit hatte abzuschließen. Und es gibt keine Ecke, wie ich eigentlich gedacht habe. Es gibt Abstoß, weil dann scheinbar ja noch der Letzte da dran war, also das Ding verzogen hat. Naja, gut. Das war halt mit Leben. Aber ich muss jetzt echt aufpassen. Ich muss jetzt irgendwann mal das dritte Tor machen, um wieder Ruhe reinzukriegen in diesen Ball. In diese Situation, in dieses Spiel. Dann wird der Gegner gerade ein bisschen zu stark. Kein Abseits, Renault. Mal Bejan, ja, so gut gemacht, gut gelöst jetzt. Jetzt hat er vielleicht mal eine Möglichkeit, einen Konter aufzuziehen. Krüger, der Ball ist weit nach vorne. Krüger ist vor allen Dingen alleine. Lässt den ersten stehen, lässt den zweiten stehen. Und Kolke verhindert das 1-3. Aber das war mal ein guter Angriff. Kubilanski, der hier 1-2 stehen lässt mit einer Situation. Aber der Keeper da mit den Fingerspitzen noch dran. Und der verhindert den Einschlag zum 1-3. Und die nächste Ecke. Und der Torschütze noch nicht wirklich. Der Top-Torjäger. Doch, ein Tor hat er gemacht. Fällt mir gerade ein. Ja, doch. Platte hat ein Tor gemacht. Jetzt mal. Und da wieder Gott, der verhindert das nächste Ding. Also da werden jetzt hier das 3-1 fällt, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Jetzt kriege ich wieder ein bisschen Zugriff auf das Spiel. Ah, da war wieder die nächste. Nach dieser Ecke war auch eine kleine Chance mit dabei. So, jetzt muss ich mal wechseln, weil jetzt wird mir das gerade ein bisschen zu blöd da hinten drin, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht jetzt mal noch ein bisschen Stabilität reinkriegen. So, Borstoan jetzt neu. Vielleicht der Joker vom Dienst. Traf auch schon mal nach Einwechslungsdoppel. Das könnte jetzt Ärger geben. Und da kriegen wir so Gott sei Dank keine vernünftige Ballannahme hin. Und trotzdem wird es passieren. Passieren wird es gefährlich. 77. Minute. Vielleicht jetzt, wie gesagt, ein bisschen Ruhe reinkriegen. Borstoan, ja, der hat den Fehler gemacht. Der hat den Ball verloren jetzt. Vielleicht. Ja, wie gesagt, wir sind trotzdem jetzt schon wieder zu stark auf einmal. Ja. Und ich habe fast drum gebettelt. Ich habe fast drum gebettelt. 2-2. Ja, wir führten 2-0. Kriegen es nicht hin. Machen nicht das dritte Tor. Kolkai, das Ding mit 2-3 Dingern. Super. Und plötzlich kommen die Rostocker nach vorne und kommen da durch.
Nee. Jetzt wissen wir nicht, ob was, dass wir das Ding an der 2-0-Führung nicht noch verlieren. Oder machen wir sogar doch zu mit ein bisschen Glück. 88. Minute. Dann doch noch irgendwie den Nackenschlag für die Rostocker. 2-3, es dürfte Kumpelanz gewesen sein. Yes! Ja, der Verteidiger kommt überhaupt nicht rein und Kumpelanski kann das Ding hinten ins lange Eck setzen. So, jetzt nochmal einen Stürmer bringen. Vielleicht jetzt doch noch irgendwie vielleicht eine Kopfballsituation oder so. Puh, Gott sei Dank. Was ein Spiel. Aber es ist ein Topspiel, ne? Es ist doch ja. Die 89. Minute läuft und man wechselt jetzt nochmal einen Stürmer ein. Wechsel bei Schalke 04. Vom Feld gegangen, die Nummer 9, Felix Platte. Neu auf dem Feld, die Nummer 19, Silver Gandula. Ja, Ex-Bochumer. Und jetzt hoffentlich irgendwie diese drei Punkte zumachen. Erster Ball. Guter Ball. Und dann ist Feierabend. Den Konter lassen sie schon gar nicht mehr zu und das reicht dann, um das Spiel so gerade noch zu gewinnen. Aber man muss sagen, die Rostocker haben es gut gemacht. Die waren dran, immer mal wieder. Hatten eine echt gute Phase. Wir haben fast noch mal das nach zwei, drei Chancen das 3-1 zu machen. Kassieren das 2-2 und kurz am Ende dann nur noch dann wieder 3-2 reingekriegt. Oder reingemacht. Das reicht dann, um diese drei Punkte zu holen. Obwohl man nach 20 Minuten schon eigentlich wieder sichere Sieger dieses Topspiels aussah, wurde es dann doch nochmal spannend. 5 Tore haben wir gesehen. Gott sei Dank die Mehrheit für uns. Was ganz, ganz wichtig war. Hier die 6. Minute. Mamba, der dann sagt, ja, und? Ich kann keiner in der Mitte? Egal, ja, mach ich selber. Krieg ich hin. Dann aus 2-0 durch den Top-Torjäger Felix Platte nach Flanke Krüger. Der den Keeper da mal gar keine Chance lasst. Abseits war es übrigens auch nicht. Aber dann ging das so ein bisschen in die andere Richtung, dachte ich mir. Die Rostocker gedacht, okay, wir spielen das Spielchen mal ein bisschen mit. Ein super Angriff nach einer halben Stunde. Kolarsinger steht absolut falsch. Und da kann der Herzog einnicken und sagen, jo, wir sind wieder da. Auch abseits, diesmal war es kein Abseits, passte. Und dann kam die Phase der Rostocker, die auf einmal immer stärker wurden. Und Boroni sagte, na, hier bin ich nicht, diesen Punkt nehmt ihr nicht mit. Und auch wir hier, Kobylanski, mit einem guten Schuss und einer klasse Parade. Vom Hansa-Keeper, der das Ding hier verhindert. Und hier auch quasi in einem Glas im Ging die nächste Situation auch noch verschärft. Hier die Situation mal nicht. Mit einer klasse Parade hier das 1-3 verhindert. Und dann die 76. Minute. Der Ball ging noch drüber. Aber dann kam Minute 82. Rostock spielt es gut aus, lässt den Verteidiger dort stehen. Und dann scheint es dann 2-2. Und alles dachten, oh nee, nicht wirklich diesen Punkt jetzt noch zu drei sicheren drei Punkte eigentlich verloren. Aber dann kam Kobylanski, der hier mit dem letzten Sprint, mit der letzten Energieleistung, 2 Minuten vor dem Ende. Den Keeper dann, der Rostocker doch noch überwund. Und dann schon es hier.
3-2 am Ende. Und das war gar nicht mal so unwichtig. So, ich gehe mal kurz ins Interview, weil es war gut, wir haben 4 Torschüsse gehabt und 4 Stück waren drin. 3 waren drin, Entschuldigung. Puh, Gott sei Dank, ey. Was ein Spiel, ey. Was ein Spiel. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Muss man so einfach sagen. So nüchtern sagen, dass er anders ausgehen können. Die Rostocker hätten das Ding eigentlich auch zumachen können. Weil sie auch schon eine oder andere Situation hatten. Und da mussten wir auch ein ordentliches Stück arbeiten, damit wir das Ding hier nach Hause fahren können. Ich danke Ihnen. So, ja, wirklich stocken konnten wir nicht, weil ein Tor dann am Ende gemacht hat. Hat er den 2-2 Treffer gemacht. Und das reicht. Wir sind momentan Tabellenführer, wir haben aber ein Spiel mehr als der Gegner. So, Michael Langer wechselt nach Sion in die Schweizer Liga. Entschuldigung, mein Gott, ich hab's heute aber. Und wir arbeiten jetzt wieder uns ein bisschen nach vorne. Haben uns den Abstand nach hinten ein bisschen ausgebaut. Sind jetzt 3 Punkte weg von Rostock und bleiben auch Tabellenführer. Weil tatsächlich Sandhausen noch verloren hat. Ich guck mal gerade ein bisschen in die Ergebnisse rein. Haben wir noch unbedingt, warte mal, Büro. Ich muss mal kurz in die Ergebnisse gucken. Das ist Kalender. September. Tabelle sehe ich, ja, das weiß ich. Ah, hier. Ach, gegen die Bayern, okay. Aber das ist der erste, es sind die Bayern 2, ne? Gucken wir mal gerade, wie die anderen Spiele ausgegangen sind. Ja, Sandhausen hat hier München gewonnen. Jetzt haben sie auch 18 Punkte. Aber da müssen sie irgendwo tatsächlich gepatzt haben. Da müsste sie irgendwo drin gepatzt haben auf einmal. Wo ich da... Weil ich glaube, ja, gegen Uerdingen 1-1, okay. Dann haben die das Spiel gegen Uerdingen hier unentschieden. Ja, unentschieden gespielt, genau. Sie hatten 17 Punkte und wir hatten 16. Ja, nee, dann passt das, genau. Dann sind wir als Tabellenführer tatsächlich sogar und gehen als Tabellenführer in den nächsten Spieltag. Das wäre dann Spieltag Nummer 9. Und dann geht es weiter mit dem Spiel gegen die Bayern 2. Bis dahin und tschüss.